So, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen runterstellen, ich muss immer wegdrehen. Und dann geht's hoch. So, machen wir wieder Spielchen. Zwangslos. Standard 3 gegen 3. Ich suchte das Spiel heute total durch, du. Ich bin ständig am Aufnehmen und Spielen. Oh, in der Großstadt sind wir. Wo ist das? New York. Tokio. Oh, ja, da. Es sind ja wieder Vollprofis da dabei. Ich bleibe ein bisschen hier hinten. Abschätzen, wann der kommt. Und wieder daneben. Die werden sich was denken, du, bei mir. Warum fahre ich daneben? Das verstehe ich, das verstehe ich einfach nicht. Ist immer meine Schuld dann, solche Tore, weil ich daneben fahre. Das darf einfach nicht passieren. Hat mich jetzt erwischt. Weg damit mit dem Ball. Ich will den nicht hier drin sehen. Ach nee. 2-0. Warum sind die so schnell? Hast du gesehen? Der ist ja schneller wie ich. Nein, das mache ich nur eigentlich auch, oder wie? Die sind so gut, du. Und ich spring wieder daneben. Also ich und die Springerei. Was machen er für einen Schuss, du? Ja, wie geht denn der? Ach nee. Die sind so brutal zu mir. Und wie können die auf einmal zurückschießen? Das verstehe ich auch nicht. Nein, der tanzt auf mir rum. Meine Güte. Einer muss ein bisschen hinten bleiben. Jetzt kommt er da. Ach nee, ich spring immer daneben. Sieben haben wir nur noch Speed.
Und wie die den immer rauskriegen. Und er fährt rückwärts, wie geht denn das? Nein! Der muss drin sein bei mir. Und nicht daneben. Komm schon. Da haben wir keine Chance mehr. Ach, wie schnell die sind. Das gibt's ja nicht. Die haben einen extra Boost oder so. Das gibt's ja nicht. Und die können auch so hoch springen. Gut, das könnte man mir auch, aber die haben so einen Boost drin. Und wieder daneben. Also ich mit meiner... Das ist der Wahnsinn. Tut noch vor, 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 vor. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, warum das ich immer daneben springe. Immer daneben. Das ist so schwer zum Einschätzen bei mir. Die kommen alle schneller dran wie ich. Irgendwas haben die anders. Und immer, die kommen an jeden Ball, hey, das ist der Wahnsinn. Da gibt es doch nur eine zweite Stufe, oder? Das geht ja nicht, dass ich gegen die Vollprofis immer spielen muss am Anfang. Importkarosserie. Okay. Ich brauche andere Truppen. Ich brauche anderes Team. Die sind alle zu stark. Die sind auch schon wieder im Spiel, oder was? Und ich war voll schon im Fahren. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Ich muss erstmal schauen, wo ich hin muss. 1-0 sind die hinten. Ach, super. Drängt. Drängt er mich weg, du. Also, wir haben 1-0 gewonnen. Warum ist dann der andere raus? Bereit? Mal gucken. Oh, das ist ja ein Rasen, du. Ja, das ist ja der Park von meinem Schloss, du. Wo wir hier spielen. Jetzt tun sie ihn wieder raus. Bin ich allein jetzt? Nee. Da hinten fährt einer. Ich dachte schon, ich wäre allein jetzt. Nein. Komm ich saublöd nicht hin, da.
Ja, ich wollte noch nicht rein tun, jetzt wollte ich noch ein bisschen lenken und dabei habe ich abgebremst. Und dann ist er schon drin. Weil ich da rausgezogen bin. Die springen schon. Weg damit. Was will denn er bei mir? Wie kann er rückwärts fahren? Wie geht denn das? Und wieder daneben. Ja, sag mal, dass ich nur daneben fahren kann. Und wieder. Und jetzt schleudert es mich zurück. Tor, lass ihn drin! Oh, Wahnsinn. Lauter Vollprofis hier und ich, der glänzte da mit den... Oh, ist das heiß. Und dann tue ich raus anstatt rein. Und spring. Und wieder daneben. Ja, Wahnsinn, oder? Und wieder. Warum springt denn der nicht so? Weil ich muss mit drehen und das Drehen ist so schwierig, weil man den anstatt lenken muss man gleich noch vor auch und das, die, den Salto meine ich. Und jetzt ist er wieder dran. Warum kommen die immer alle vor mir dran? Da muss es einen extra Speed geben oder so. Gee. Das einzige Tor von mir im Moment. Und die fahren rückwärts und wie geht das? Na, kommt er wieder vor mir dran. Das ist doch Wahnsinn. Was haben die für Fahrzeuge? Turbo. Muss ich den aufwerten oder was? Mensch, nicht dahinter. Leute, die machen laufend Eigentore und was weiß ich was alles. Was haben die für. Was haben immer für Leute dabei? Die spielen gleich voll zurück und so. Gut, ich passe gut rein, weil ich mache ja. Ich treffe den Ball immer nicht. Aber ich weiß wenigstens, wo ich hinspielen muss. Und dann fahre ich unten durch. Bleib hier unten, du Ball, du. Und er dreht wieder dahinter. Geh mir aus dem Weg jetzt, weil du machst wieder bloß ein Eigentor, du.
Ach du Kacke, komm. Tu den Ball her. Mensch, jetzt blockt er mich wieder ab, hey. Das ist der Wahnsinn. Ach doch. Wahnsinn. Da muss der so mitgehen hier. Das einzige Tor von mir, du. Ah, Wahnsinn. €900, 200. Ich bin an erster Stelle mit meinen. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, machen wir noch eins, oder? Und dann sind wir wieder dabei. 3 gegen 3. 3 gegen 3 ist schon oft zu viel, du. Wenn es dann lauter solche hast, die wo aufs eigene Tor spielen. Wasteland, Wasteland. So, ich muss auch darüber. Genau, hau dein Turbo noch raus. Und dann komme ich. Und treffe ihn nicht. Krass, oder? Ich komme und treffe ihn nicht. Bleib bloß reinlupfen. Warum treffe ich denn die Scheißbälle nicht, hey? Das ist der Wahnsinn hier. Jetzt war's besser. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, hä? Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Und wieder daneben. Springe drüber. Wie kann ich plötzlich drüber springen? Die ganze Zeit unten durch und jetzt springe drüber. Nee. Enzo ist auch dabei. Ich bleibe erst ein bisschen hinten. Weil die streiten sich eh gleich wieder so. Und wieder voll unten durch. Drüber, dann unten durch, dann in der Seite vorbei. 5000 Mal. Das. Und wieder, jawohl, ich kann das. Ich kann das daneben springen so gut. Alle. Wir verlieren jedes Spiel. Und nur weil ich die Dinge mache.
Und springt wieder daneben. Aber wenigstens ein Tor. Ich hätte mein Tor sein können. Müssen. Aber ich springe ja immer drüber daneben schon, ja. Wo ich daneben klatsch. Nee. Nimm den mal weg, ich stehe ja besser wie du. Nimmt er mir den weg, hey. Ich wäre jetzt so schön da gewesen. Ich habe ja lauter so. Und dann macht er so einen Schrott. Die räume mich selber weg da. Der Wahnsinn. Komm, spiel den Ball vor. Macht er Eigentor. Was hab ich für Leute dabei? In jedem Rennen. Wenn er. Und dann räumt er mich weg, der eigene Mann. Die haben leichtes Spiel, ist ja logisch. Leute, wenn ihr da keine Ahnung vom Fußball habt, müsst ihr es bleiben lassen. Dann müsst ihr ein anderes Spiel machen. Wahnsinn, oder? Sekunden und dann kommt das nächste Tor jetzt. Jetzt bringt die Flanke rein. Das ist doch Wahnsinn, was tun die? TBC Lenta, da. Wahnsinn. 5 Sekunden, das schafft man nicht mehr. Die, wenn ein bisschen überlegter spielen würden, dann wäre es noch einfacher, aber die stürzen alle voll auf den Ball drauf. Wie im Kindergarten, da wenn sie den Ball sehen, alle drauf. Ja gut. Eine Niederlage nach der anderen. Ich hoffe, euch wird es nicht langweilig. Am besten wäre es jetzt, wenn wir ein Team zusammenstellen können. Einen Club. Dass wir ein bisschen zusammenspielen können. Weil mit diesen Leuten da, was da rumläuft, das ist der Wahnsinn. Also, ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Aus dem XM-Studio, euer Robin. Sagt Servus und abonnieren, Glocke betätigen und Daumen nach oben. Bis dann, tschüss.